Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get In Your Horizon. Ja, ich habe ein bisschen zu früh Asset endlich fertig. Hat es dann doch nochmal fast eine halbe Stunde gedauert. Also wäre nichts gewesen für die letzte Folge. Und jetzt habe ich ja dann fast schon ein kleines Kreislaufsystem, habe ich jetzt festgestellt. Denn wir brauchen ja jetzt sozusagen Ethylen. Und Ethylen stelle ich ja aus Sulfuric Acid im Chemical Reactor her mit dem Circuit Nummer 11. Aber halt, stopp. Ethylen. MV. So, das heißt jetzt, du kommst hier rein. Dann kommt hier die 11 rein und du kommst hier rein. So. Ja, und ich bin ein bisschen doof im Kopf. Ich habe den natürlich total falsch hingestellt. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt richtig ärgerlich. So. Ja. Hab's verstanden, dass ich dumm bin. So, das heißt jetzt, du kommst dahin. MV zu LV. Nein, habe ich einen Hammer einstecken. Ja, aber kein Soft Mallet, ne? Den müssen wir holen. So. Dann heißt es jetzt mit dem Soft Mallet hau mal drauf. LV zu MV, passt. Und dann kommst du da rein und dann könntest du es laufen. Ja, das hätte ich jetzt nicht abbrechen lassen können, weil bis ich das Zeug wieder zusammen habe, vergeht eine Zeit und dann habe ich das, dann haben wir eine doppelte Folge Doofheit. Oder wenigstens eine. Das heißt, wir brauchen mal schnell noch eine Empty Cell. Da kann ich dich gleich schon mal rausnehmen. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen Ethanol übrig. Kommst daher. Auf jeden Fall, wenn der durch ist und ich alles draußen habe, kommt er gleich hinter zu MV. Kann ich mir jetzt aber auch gleich überlegen, ob ich mir Würfel. Ich habe momentan nichts drin, okay. Das Bronze ist auch fertig. Aber ich brauche davon 4 Stück. So, aber auf jeden Fall haben wir jetzt immer Ethylen. 1000 Stück, du kommst raus. So, ich hoffe, dass es nicht zu stark leckt oder überhaupt nicht leckt, weil ich bin gerade dabei, sozusagen auch ein paar Videos hochzuladen. Damit mir endlich mal, dass ihr seit langer Zeit konstant Videos bekommt. Da ist die Basis jetzt gelegt. Und zwar, ich brauche jetzt dann, was war das jetzt? Auch ein Einser.
Auch rein. Also das heißt, ich habe jetzt ja ein bisschen. Ich habe ein bisschen Verlust, aber nicht viel. Und ich kriege ja jetzt immer wieder mehr, wenn ich jetzt dann hier was mache. So. Dann heißt es jetzt aber, ich brauche jetzt davon zwei Zellen. Die eine ist das, die andere ist das. Gut. Dann haben wir das alles fertig. Dann kann das weg, dann kann das weg, dann muss der weg. Warum, dass sie die jetzt... Irgendwas hat jetzt nicht aufgeräumt. Gott, die Maschinen sollte ich nicht so rumfliegen lassen. Denn ich brauche nochmal Kabel. Genau. Deswegen habe ich ja auch eigentlich den da gerade laufen lassen. Dass die Wiremill läuft. Denn wir brauchen ein Achterkabel. Aber wenn ich es dann irgendwann da hinten nicht mehr brauchen kann, dann kann ich es ja hier brauchen. So, dann haben wir das. Klack, klack, klack. Aber mit meiner Vermutung ist jetzt das komplette, genau. Kein Kommentar. Natürlich ist jetzt das gesamte Rubber Pulp verbraten worden. Weil ich Kabel hergestellt habe, wie ein großer. Dass wir Motoren bauen können, haben wir auch wieder stehen neu. Ja, von nichts kommt nichts. So, um jetzt dann an Ethylen ranzukommen. Polyethylen natürlich. Da reicht mir jetzt dann der LV Chemical Reactor aus. Und das Schöne ist, man kann sich nicht verbrennen mit der Zelle. Die ist doppelt isoliert. So, ich hoffe, dass ich Annihilated Copper Cable da auch hab, schon verwendet habe. Ja, natürlich. Das ist doch super. Gut, also, das heißt jetzt für mich, Advanced Chemical Reactor kommt hier hin. Der Mixer kommt oben drauf. Dann, das da kommt dahin. Im Hämmer lieber draufgeklopft. Und der Battery Buffer. Toll. Wollen ein bisschen tiefer stehen. Genau, nehmen wir halt mal den. Das ist der, wo der Fackel stand. Ja. So, okay. Was haben wir jetzt noch da drin? Bronze. Ja, kommst du da rein? Und du kommst noch mit dazu. Da können die Batterien auf jeden Fall schon mal wieder laden.
Perfekt. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal das, dann haben wir schon mal das, dann haben wir jetzt schon mal das. Wenn ich sowieso schon hier bin. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Habe ich da hinten auch schon. Ich glaube, ich habe hinten auch Oxy, ne? Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich fast kein Wasser mehr drin habe. Habe ich. Weiß jetzt nicht, ob mir da einer reicht. So, wir sind hier auf jeden Fall fast durch. Da, 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 da. Gut, dann hätte ich gesagt, dann machen wir auf jeden Fall nochmal Zinnkabel. LV wird nie verschwinden. So, und da haben wir das jetzt leer. Und jetzt brauchen wir nochmal, um Polyethylen herzustellen, brauche ich Oxy, ich brauche den Einser und Ethylen. Oxy. Einser und Ethylen. So, okay. Oxy reicht mir definitiv nicht. Dann nehmen wir uns gleich mal noch ein bisschen was raus. Und wir hauen gleich noch mehr durch. Ja, also das heißt, wir haben unser erstes Molten Polyethylen. Das ist doch super. So, und das heißt jetzt, wir brauchen jetzt dann, wenn wir dann das durchhaben, können wir jetzt dann mal hier unser erstes Plastik rein batzen. Danke. Ja, ich darf nicht in der Hand haben. Ich hab's ja verstanden. So, also. Polyethylen haben wir. Wir kriegen auf jeden Fall nochmal einen durch. Ja, jetzt wird es dann auch langsam interessant mit dem Oxygen, dass wir das die ganze Zeit herstellen. Und noch ein. Wird zwar nicht ewig reichen und ich sollte nicht jeden Käse damit machen am Anfang, aber ich kann schon mal ein bisschen, ich kann schon mal ein bisschen was machen. So. 1296 Liter. So, und dann nehmen wir jetzt mal dich und dann schütten wir dich da mal hier rein. Und jetzt wird es interessant, denn ab jetzt werden sich einige Rezepte ändern, und zwar der hier. Und zwar die Diode mit dem Small Gallium. Das sind schon mal vier. Und das sind schon mal sechs. Also, das da rein, das da weg. Da gibt es das schon mal nicht. Ich könnte jetzt auch meine, ich könnte jetzt dann sozusagen auch die Batterien jetzt dann mit Poly herstellen. Macht keinen Sinn, außer die hier. Und die macht Sinn. Denn wir möchten die herstellen mit 432. Und das heißt, ich brauche jetzt drei Batterie. Aha, eine können wir herstellen. So, das heißt, dich brauche ich und dich brauche ich.
Und dann läuft die jetzt die erste Batterie in MV durch. Das ist schon mal super. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Puffer. So, und jetzt habe ich ja hier auch noch Lead drin. Also das heißt, ich brauche davon vier und davon einen. Machen wir dasselbe nochmal. Hau dich durch. Ja, dadurch, dass der jetzt die ganze Zeit laufen muss oder läuft. So, dann können wir natürlich hingehen und sagen, okay, wir hauen restliches Polyethylen auch noch rein. Aber habe ich den schon drin? Ja, hier. Circuit 4 Stück, das ist das wenigste. Large Plastic Fluid Pipe. Das ist das, was wichtig ist. Das heißt, ich brauche jetzt 1, 2, 3, 4. Jetzt ist die andere Frage, Polyethylen. Ich brauche Fluid irgendwas. Ist das der Extractor? Nein, die Forming Press. Habe ich den noch gar nicht aufgebaut? Doch, den hatte ich doch schon gebaut. Ich hab doch schon angefangen, die ersten Sachen zu kloppen. Ich bin noch nicht ganz aufs Hirn gefallen. Nur ein bisschen. Basic Extruder. Basic Electrolyzer. Genau. Na. Das können wir über den Weg hier machen. Molten Polyethylen. Fluid Solidifier. Genau. Das Ding brauche ich jetzt. Wo habe ich den? Entweder ich habe ihn aufgebaut. Habe ich hier vielleicht auch noch Maschinen hinten dran hängen? Guck, ja, guck mal da. Das gewinnen wir uns ganz schnell ab. Die kommen alle jetzt hier rüber. So, dann brauchen wir hier die Ingots. Dann brauchen wir jetzt die Ingot. So, dann kommen jetzt dann hier die Polys rein. Das ist bestimmt die Quest. Nein? Keine Poly-Quest oder ist das Poly Early Ethylene? Ethylenzellen, vier Stück, die hatte ich gerade in der Hand oder? Na. Nein, ich hatte. Hahaha, nein, ich hatte nur eine Ethylene in der Hand. Polyethylen hatte ich vier in der Hand. Ist egal. Machen wir schon. Wird spät, kurz oder lang auf jeden Fall passieren. So, auf jeden Fall. Ich brauche jetzt dann eine für den Super Tank. Für den Super Tank brauche ich eine Large Plastic Fluid Pipe und davon brauche ich dann sechse, richtig? Doch wunderbar. Viel haben wir gerade noch?
kann auch nichts mehr anders danach herstellen. So, das heißt, ich brauche jetzt hier einen Large. Das ist wunderbar. Wir räumen dich auf. So, jetzt muss ich nur gucken, kann ich dich? Nein, dich muss ich auf jeden Fall auch da drin bauen. Aber ich habe gesagt, ich möchte eigentlich, dass die Tanks, die besseren Tanks, dann kommt der mittlere da rein. So, das heißt, das Super Tank, das Super Tank, das Super Tank. Das heißt, ich brauche jetzt vier Circuits. Die habe ich natürlich nicht. So, dann brauche ich jetzt. Ein Circuit, das heißt, ich brauche das da, brauche ich auf jeden Fall Vakuum. Ich brauche die Resistoren und ich brauche das da. Okay, also du kommst raus, du kommst rein. So, als nee, Soldering haben wir da. Dann machen wir das so. Geht es eigentlich auch im. Nein. Okay. Also Soldering, das sind dann ein Anti-Money und 9 Tin. Wir schauen mal schnell hier. Gott sei Dank. Glaube, ich habe doch noch. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe? Ich möchte den Tin nicht wegtun. Weil sowas. Sowas habe ich vielleicht noch im Hinterkopf, aber ich denke nicht dran. Aber ja, und dann ist es soweit, dann brauchst du das Zeug und dann hast du es nicht. So, das heißt also, du kommst jetzt dann hier rein. Du kommst hier rein. Gut. Ich glaube zwar auch, dass ich das Pulver auch einschmelzen könnte, aber egal. So. Was ist es da unten? Da rein. Danke. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich muss jetzt irgendwie, wenn ich jetzt mir einen Unpacker kaufe, beim Kaufen, ja, bringt mich das nicht weiter, weil denn der Pulp ist auf jeden Fall weg. So, der Maserator würde mir zwei Small draus machen, aber einen Rubber Pulp übrig lassen. Wir schauen noch mal. Ich muss rauslaufen. Ja, doch, zwei Sachen kriegt man. Oder? Nee, kriegt man nicht, ne?
Das zweite kommt erst mit dem Pulverizer. Ich bin mir gerade nicht sicher. Weil nur Rubber Pulp, ne, und das Red Alloy ist weg, das wäre dann natürlich, das wäre der Worst Case. Genau, ich habe nämlich nur einfach. Eine ganz dumme Idee. Also lieber in Pulp verbrennen. Das machen wir jetzt auch. Jetzt wird es nur die Special Frage sein. Was kriege ich raus? Ja, aber da kriege ich raus ein Pulp und hätte zwei Small bekommen. Da kriege ich 72 Molten Red Alloy raus. Das würde noch gehen. Also das heißt, den hinteren könnte ich auf jeden Fall nehmen. Nur wenn ich halt jetzt den da vorne nehme, dann kriege ich vier Red Alloy Nuggets raus, ne? Und was braucht man, um einen Ingot zu machen? Richtig, neun. Bin wirklich gerade beim Überlegen, ob ich einen Unpacker baue. Was kostet mich ein Unpacker? Mist. Schon teuer. Keine andere Möglichkeit mehr an dieses Kabel ranzukommen, ne? Also Unpacker. Wofür brauche ich, um Inge zu machen? 144. Doch, das geht. Habe ich zwar ein bisschen davon, aber ist egal. So, und dann tun wir dich rein und dann müsste ich jetzt eigentlich die ganzen Ingots wieder haben. Dann haben wir schon mal 10 mal Asche. Okay. Genau. Kriege ich aus einer. Nein, kriege ich nicht. Okay. Ja, 21. Darum geht nicht auf. Klar. Ja, 72 wird jetzt witzig. Lassen wir es erstmal drin. Molten Red Alloy. An wobei. Also wir schauen jetzt erstmal. Wir schauen erstmal hier rein. Das ist Molten Redstone. Molten Red Alloy. Ja, haben wir hier drin.
Also kommst du auch da rein. Okay. Bin ja schon wieder total fasziniert, dass ich schon wieder fast alles aus den Augen verloren habe, was ich machen wollte. Nein, wir wollten einen Supertank bauen. Dass ich da hinten endlich mal ein bisschen mehr durchjagen kann, ohne dass ich mir jedes Mal einen Kopf machen muss. So, also, da kommt jetzt das noch mit dazu. Wisst ihr, was ganz toll ist? Was super, super toll ist? Wenn man sagt, ja, man braucht ja ein bisschen Poly für ist das jenes, und dann hat man kein Poly mehr. Und ich habe nicht mal annähernd genügend Material, um nochmal welches zu machen. Ich könnte mich gerade feigen, und zwar ohrfeigen. Ich habe nicht genügend da, oder? Also Sulfuric Acid habe ich genügend da, aber ich habe nicht genügend Ethanol da. Ja, wobei ich bin da gut in der Produktion. So, das heißt, Biomasse. Das, was wir haben, Ethanol ist das, was wir brauchen. Genau, produziere du mal. Ich kriege auf jeden Fall über 1000 Stück raus. Und so viel Asset habe ich da. Ethanol kriegen wir hin. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, du kannst das nicht machen, weißt du, unbedingt alles vorher machen musstest, aber es ist halt alles leider wichtig. Das ist halt der Nachteil, ne? Also, wir brauchen jetzt, was haben wir gesagt? Für Ethylen brauche ich den Circuit Nummer 11. Und das ist das da, oder? Genau, und das. Dann arbeitet er fleißig. Aber in der Zeit können wir noch schnell was machen, bis der fertig ist. Weil ich habe eine Medium-Batterie und die Medium-Batterie schmeißen wir mal hier rein. Dann kann der nämlich die jetzt schon mal definitiv da rein feuern. Und schon mal sozusagen mit Lithium aufwerten. Und wir haben unsere erste Medium-Lithium-Batterie. Fertige. So, und dann hätte ich gesagt, hauen wir die jetzt hier in den Power Slot. Kann die schon mal laden. Und wisst ihr, was diese Batterie jetzt für einen riesen Vorteil hat für uns? Ja, jetzt einen wirklich riesen Vorteil. Wir sind unseren besseren Werkzeugen einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Ja, denn um die besseren Werkzeuge zu kriegen, wie zum Beispiel den von Net Stainless Steel Vanadium Steel,
Kopf, brauchen wir, glaube ich, 1 Million EU. Die hat jetzt dann 400.000. Also das heißt, wir haben schon mal ein Drittel. Das heißt, wir brauchen noch zwei weitere Batterien und wir sind glücklich. Und jetzt haben wir auch genügend Polyethylen, ne, wo man auch sagen kann, okay, daraus können wir Batterien Nummer 2 und Nummer 3 machen. Die lädst du alle mit den drei Maschinen auf. Ne, also wir schauen mal schnell. Wie gesagt, macht für mich am meisten Sinn, am Hammer als erstes rumzuspielen. Ne, aber wie war das Hammer? Geht davor. Dann heißt es wann dann? Oder Vanadium-Stil. Oh nein, wir brauchen 3,7 Millionen EU. Okay. Das heißt, ich brauche 10 Batterien. 10 volle MV-Batterien, dass ich einen Kopf hinkriege. Im Extruder da hinten. Aber, wie gesagt, wir arbeiten dran. Doch super, ne? Genau. So, aber jetzt möchte ich es nicht mehr, dass ich das Polyethylen, das, was ich jetzt gerade brauchen wollte, haben sollte, wie auch immer, verballer für irgendwelche komischen Sachen. Wir haben. War das jetzt fein oder war das das andere? Das ist die Diode. Fein. Fein, fein. So, du kommst da rein. Dann kommt das Galliumarsenid da rein. Dann kommt da noch eine Zelle rein, weil wenn dann gleich beide, dann brauchen wir Circuit Nummer 4. Ich habe jetzt nie drauf geguckt, aber es müsste LV sein, ja. Das heißt, ich werde dann als nächstes, was jetzt dann auf jeden Fall ansteht, im MV-Bereich ist der Advanced Assembler und die Advanced Distillery. Ich brauche da beide. So, wir haben jetzt 6 Dioden rausbekommen. Heißt, es läuft noch mal einer, dann haben wir 12. Und wisst ihr, was schön ist? Ich weiß, dass ich Circuits machen wollte. Ich weiß noch nicht mehr, warum. Ein Supertank. Ah, doch, von Supertank, klar. Brauche ich ja 4. Da brauche ich ja noch 8 Stahlplatten. Ich merke gerade, es geht gerade ein bisschen Stahl drauf. Ein bisschen ist gut. So, was fehlt mir jetzt noch? Ich habe jetzt das Red Alloy Wire, ich habe die Diode, ich habe den Vakuum. Der Resistor fehlt mir noch. Da habe ich auch noch 38. So, was brauche ich noch? Red Alloy, Resistor, Vakuum Tube. Ah. Habe irgendwas drin, was ich nicht brauche. Die Diode, die brauche ich nicht. Oh.
Habe ich noch irgendwo welche? Nein. Wieder in die falsche Richtung gedreht und einfach losgelaufen. Ist klar. So, hau drauf. So, du bist frei. Dann hätte ich gesagt, eine Runde kleben. Du bist die Oh. Eine Runde Kleber wieder weg. Wie war das jetzt? Nicht jeden Scheiß mit Poly machen? Ich brauche 32 Kupferfolie. So, wir tun das mal jetzt hier reinschmeißen. So, 8-mal Kupfer. Nochmal. Wenn er fertig ist, kann er gleich nochmal 8 durchjagen. Brauche ich jetzt 2 Zellen dafür. Ja, und den Sechser. Und jetzt merkt man halt, ne, was Polyethylen für Vorteile hat. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, was habe ich jetzt gesagt, der Sechser, der ist schon drin. Brauche jetzt noch 8 Holzplatten. Danke. Wollte gerade sagen, jetzt kann nichts sein. So, genau. Und zwar, warum auch immer er das Rezept jetzt hier schon drin hat, vor allem mit dem Material, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das nicht habe. Ja, aber ich bekomme es halt aus Refined Glue und demselben Zeug 8 Stück raus. Der Aufwand ist ein bisschen höher. Aber ich brauche halt nur noch zwei Ingots sozusagen. Und bekomme halt das Doppelte. Unschlagbar. Einfach unschlagbar. So. Du kommst da rein. Wir warten noch 20 Sekunden. Und wie gesagt, wenn es dann auch mal richtig und sauber läuft, brauche ich mir auch keinen Kopf mehr machen, dass da irgendwas ausgeht. Aber dann läuft man halt einmal schnell hin. Holt dies, das, jenes. Oder beziehungsweise braucht man gar nicht mehr holen, weil man es schon hat. Ja, und schon gehen die nächsten Clays rein, weil ich habe wieder Wasser übrig. So ist es halt momentan. Ja. Tank, was ist das? Nein. So, 16 Stück.
Und rein und hau drauf. So, schauen wir mal, ob wir es wirklich schaffen, den hinzukriegen. Ich hab da so einen leichten Verdacht, woran das scheitern könnte. So, wir brauchen für das Red Alloy im Mixer einmal Kohle, einmal Raw Silicon. Okay. Jawohl, hab ich. Und Redstone. Ja, und vor allem, wenn das jetzt dann alles mal sauber durch ist, ne, dann werden wir das auch als Kabel verwenden für LV. Wenn das mal alles sauber läuft. So, dann brauche ich noch den Circuit Nummer 2. Hoffe ich. Schaut gut aus. So, wir haben unseren ersten Redstone erläutert. Wir gehen noch einmal schnell Kohle holen. Ich möchte noch einen dritten. Zack. Dafür eine Quest, wie es aussieht, nicht. Ah, okay, es geht noch weiter. Also Redstone Alloy Dust, ja, muss ich herstellen. Coal Dust, ja, das habe ich alles nicht in der Hand gehabt. War zu wenig, aber die habe ich auf jeden Fall abgeschlossen. So, dann brauchen wir jetzt als nächstes dann Pulsating Iron Dust. Das heißt, ich brauche jetzt Enderperlen und Eisenpowder. So, habe ich, ja, ich habe genügend Enderperlen. Ich müsste auch genügend Steam drin haben. Aber ich schaue noch mal vorher. Nicht, dass ich mich gleich ärgere. Nein, da ist genügend drin. Vier Sekunden. Okay. Konnte mal warten. So, und jetzt bin ich eiskalt, ne? Und jetzt nochmal Iron Dust. Gehen auch auf 8. Ist das weg? So, und ich brauche für dich auch den Zweier. Klack, klack und klack. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal unser Pulsating Iron Dust. Warum mache ich da gleich mehr? Weil ich, soweit ich das noch im Kopf habe, ich das auch für die Pipes, glaube ich, brauche. So, Usage. So, Pulsating Ingot mache ich hier. Circuit 11 und MV, jawohl. So, bevor ich jetzt irgendeinen Käse mache. Ah, ist nicht genügend da. Und mein Fuel ist auch gleich alle. Das ist nicht gut. Ich
So, das heißt, wir machen jetzt erstmal nur einen. Kann zwar gerne noch mal gucken, ob ich hier noch Diesel rumfliegen habe. Oder vorne. Da vorne habe ich ja, glaube ich, auch noch 13. Habe ich so viel Platz? Natürlich nicht, aber dann schmeißen wir mal schnell mal eine Schüssel darauf. Dann haben wir genügend Platz. Aber worauf? Schmeißen wir uns mal runter. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt noch Zellen rumfliegen haben. Und wenn ja, dann nehmen wir die mit. Und ich sehe gerade, ich habe noch 5 Dieselzellen. Ich rette mir jetzt den Hintern. So, und zwar LPG und Hydrogen, okay. Die Hydrogenzellen kann ich gleich hier reinhauen. Dann sind sie weg. Aber die müssten jetzt da reinpassen. Jawohl, jetzt haben wir 5000. Ja, und schaut mal, da ist das Hydrogen. Das heißt, ich brauche jetzt brauche ich Futter. Okay, so, jetzt haben wir einen Pulsating Ingot. Das hauen wir in die Bending. So, da kriegen wir auf jeden Fall schon mal das raus und das da brauchen wir auch noch. Okay. Dann heißt es jetzt für mich, wir gehen. Also ich muss hier hin. Genau, diese Vorarbeit, die machen wir jetzt aber hier. Das heißt, du kommst, glaube ich. Nein. Nein, 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 nein. Machen wir die vor. Lasset mich gucken. Super. Tank. Ja, da brauche ich jedes Mal einen anderen. Alles klar. Ne, dann machen wir den auch hier drin. Klar. Also, das heißt, du kommst da rein. Dann wirst du gleich gesperrt. So, dann haben wir dich auf jeden Fall. Dann habe ich dich auf jeden Fall. Dann brauche ich jetzt noch 2 Aluminiumplatten. Ja, das Schwerste wird eigentlich die Pumpe sein. Vor allem, weil ich es ja noch nicht gemacht habe. Pump. Pump, Pump, Pump. Du bist die Electric Pump MV. Das heißt, ich brauche jetzt Silicon Rubber Ring. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche einfach nur Rubber Ring. Ich brauche jetzt einen Bronzerotor und eine Bronzeschraube. Hatte ich nicht beim letzten Mal mehr Schrauben gemacht, als ich brauchte? Oder waren das keine Bronzen? Egal, mach mal schnell. Wenn man das halt mal behaupten kann, dass man was schnell machen kann, ne?
So, da kommst du da rein. Du kommst da rein. Hast da weg. Zweiter weg. Jetzt habe ich gemeint, ich habe da vorhin mehr gemacht, aber es kann auch sein, dass ich hier das jetzt gerade mit Zinn verwechsel. Sehr egal. Hauptsache, wir haben sie jetzt. Vorher noch eine Steel Fluid Pipe. Schaue ich mir mal schnell dahinter. Habe ich hier eine Steel Fluid Pipe drin, eine normale? Nope. Soweit. Solange das alles noch kurze Wege hier ist, sind, ist es kein Problem. Die langen Wege sind das Problem. So, Steel Fluid Pipe. Jetzt habe ich natürlich auch keinen Motor mehr. So, das heißt, ich brauche jetzt von dir einen und von dir. Nee, von dir brauche ich keinen. Hab ich da noch einen drin? Nein. Wir sind zum dritten Mal beim Extruder. So, in der Zeit lassen wir noch mal einen laufen. Nehmen dich auch mit. So, dann haben wir einen Motor. So, jetzt den da und den da. Und wir haben eine Pumpe. Und hier auch. Und hier noch an. Wir haben unseren Supertank. Hurra! Wird mir nicht mehr belohnt. Schätze mal, ich bin wieder zu schnell. Okay, 52. War ja klar. Reicht nicht. Reicht immer noch nicht. Wird gleich irre. Genau, nimm den da, da wo neue No Fluids drauf steht. Weil man das Zeug da weg. So, auf jeden Fall das Schöne ist jetzt, der da verschwindet. Dafür entsteht der da neu. Du verschwindest wieder. So. Aber du kommst rein. Du kommst rein. Und du kommst rein. Ist das nicht schön? Mir gefällt's. Mir gefällt's richtig gut. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt auf jeden Fall genügend Zellen auch dabei. Und wir können jetzt auch mal hingehen. Was haben wir denn hier? Ah, genau. Methan. Halt. Davon vier. Hau mal weg.
Machen wir hier weg. Weil genau das ist nämlich jetzt die Evolution, die wohl sozusagen die ganze Zeit passieren wird. Ich habe jetzt Methan sozusagen den 64er sozusagen auf ja, unendlich nicht. Aber da passt jetzt einiges rein in den Supertank. Wie viel passt jetzt da genau rein? Also 4000 Eimer oder 4 Millionen Liter. Und ja, das ist ein bisschen was. Ja. Dann habe ich jetzt hier die Version ausgetauscht 32 zu 64. Ja, und jetzt habe ich halt dann hier eine Version, wo ich sagen kann, okay, ich kann jetzt dann da irgendwas reinschmeißen, wie zum Beispiel, wo ich gesagt habe, wenn ich Molten Rubber habe, wie zum Beispiel den hier, na, dann packe ich den jetzt da rein und schon habe ich wieder eine Zelle frei und kann fröhlich pfeifend loslegen, da noch mehr bessere Sachen draus zu machen. Das ist doch eigentlich genau der Sinn und Zweck, was wir wollen. So, und dich muss ich jetzt erstmal hierhin verfrachten. Weil davon habe ich jetzt erstmal nichts. Und jetzt muss ich dann nochmal da. Halt. Ich brauche jetzt Stahl. Das würde jetzt für mich dann bedeuten, ich muss jetzt gleich. Oh. Richtig Stahl nochmal herstellen. So, 32, weil ich brauche jetzt davon mindestens 8. So, Drake. Welche hast jetzt du in der Kiste? Du 5 gemacht. Jetzt hast du 9. 8. Das heißt, ich brauche noch einen. Warum mache ich jetzt mehr? Ganz einfach. Weil dann brauche ich definitiv auch keine mehr von meiner. Also. Weil dann müsste ich jetzt definitiv, jetzt habe ich dann 3 Stacks, also kann ich dann immer abwägen. Abwägen. Ja, ich bin ein wenig abwägend. So, Large Steel Fluid Pipe. Genau, da kann der nämlich jetzt arbeiten. Und ich brauche auf jeden Fall Stahl. Also wir nehmen mal 60 Eisen. Und batzen den mal da rein, da kann der nämlich schon mal das Arbeiten anfangen. Gut. So, hast du schon was durch? Jawohl. Hast du schon durch? Ja, weil ich ja jetzt dann sozusagen loslege und immer mehr von dem ganzen Zeug mache. Halt, ich will noch eine einzige Sache will ich mir noch anschauen, und zwar Ender.io. Und zwar, was mir das Item Conduit kostet. Genau, ich brauche Polyethylen. Ich brauche Small Electron Pipe. Small Electron Pipe. Das heißt, ich brauche aus dir Gold. Und ich brauche aus dir Silber. So, wir gehen mal schnell rüber. Circuit 1 und rein. Hier. Komm.
noch ein, haben wir 8, dann kann die komplette Kohle daran arbeiten. Ich brauche ein Small, ne? Haben wir gesagt. Das ist ein Ingot. So, geht er mal raus. Also, du warst hier, ne? Ja. Ich hoffe, dass der eine noch durch ist. Dann haben wir ja vorhin gemacht. Jawohl. Maul. Jetzt könnte es nur dran liegen, dass es nicht geht, weil genau MV. Das habe ich mir jetzt gerade nämlich gedacht, als ich mir das so überlegt habe. So, das ging jetzt viel zu reibungslos. Das heißt, ich muss jetzt alles auf jeden Fall vorbereiten, dass wir dann auch demnächst mal die Konvoier. Die glaube ich haben wir auch noch nicht, ne? Nein. Also, dass wir die Konvoier und die Roboterarme auf jeden Fall auch in MV haben. Das bereite ich jetzt alles vor. Dann, dass wir genügend Polyethylen auf jeden Fall haben. Und ihr habt es gesehen, also wir könnten uns jetzt demnächst dann sogar diese schönen Pipes herstellen. Das gefällt mir am besten. Also du musst, glaube ich, da rein, genau. Und dann muss ich hier irgendwann noch so eine Alloy-Chest hinmachen, wo dann die ganzen gemischten Pulver drin sind. Die kaufen hier, glaube ich, auch noch irgendwo rum. Hier teilweise. Kriegen wir hin. Ich schmeiß mal hier rein. Pipe. Schmeiß mal hier rein. Dann haben wir alles, dann sind wir glücklich. Und wir haben jetzt hier noch zwei Stacks Mining Pipes. Das heißt, ich kann dann auf jeden Fall beim Öl auch das nochmal nach justieren. Und dann werden wir uns auch noch demnächst mal um den Miner kümmern. Und dann können wir das auch ein bisschen automatisieren und brauchen wir uns nicht mehr um jeden Käse kümmern. Genau. In der Hinsicht. Fragen, Anregungen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oder auch sonstige Texte, Lobs oder Kritik oder wie auch immer. Und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.